Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Sunrise YouTube Channel. Ich bin Chiara und zeige dir heute, wie du deine Sunrise Connect Box 2 in wenigen Schritten installieren kannst. In dieser Verpackung wird sie zu dir heimgeliefert. Darin enthalten sind die Connect Box, das Koaxkabel A für Dosen mit 2 Löchern, das Koaxkabel B für Dosen mit 3 Löchern. Im zweiten Karton befindet sich das Modem. Das Netzteil inklusive Stromkabel. Und das LAN-Kabel für Zubehör. Hast du eine Zweilochdose, musst du das Koaxkabel A verwenden. Das erkennst du am blauen Ring. Das Ende steckst du jetzt ins linke Loch ein. Hast du eine Dreilochdose, benutzt du das Koaxkabel B. Das erkennst du am silbrigen, eckigen Ende. Das steckst du jetzt im unteren Eingang ein. Beide Kabel haben am anderen Ende einen roten Ring. Der wird am Router im Eingang, der etwas raussteht, eingesteckt. Bitte beachten, dass Kabel keinen Gewind haben und nicht eingedreht werden müssen. Du kannst sie also einfach draufstecken. Steck als nächstes das Netzteil in eine Steckdose und das andere Ende in den Router. Jetzt kannst du den Router am Kippschalter einschalten. Der Router synchronisiert sich jetzt mit dem Netzwerk und ladet allenfalls auch noch die neueste Firmware ab. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten gehen. Du erkennst, dass der Router parat ist, wenn das LED-Licht an der vorderen Seite konstant weiss leuchtet. Deine Geräte kannst du jetzt über das LAN-Kabel verbinden. Ein Ende kommt in den Router und das andere Ende kommt zum Beispiel in deinen PC. Möchtest du dich allerdings über WLAN verbinden, findest du an der Unterseite deines Routers deine Zugangsdaten. Wenn du ein WPS-fähiges Gerät hast, kannst du dich auch ohne die Eingabe deiner WLAN-Daten verbinden. Drück dazu einfach auf die WPS-Taste für 3 Sekunden und wähle auf deinem Gerät noch den richtigen WLAN-Namen aus. Beachte dabei, dass auf dem Router standardmäßig 2,4 und 5 GHz Netz gleich benannt sind. Dein Festnetztelefon kannst du im Eingang Tel 1 einstecken. Du kannst deine WLAN-Daten ganz einfach über den Routerzugang ändern. Wir empfehlen dir da die Verbindung über das LAN-Kabel. Du kannst das allerdings auch über die WLAN-Verbindung machen. Dabei ist zu beachten, dass du nach deinen Änderungen aus dem Netz gehst und dich nochmal neu anmelden musst mit den neuen Daten. Öffne dazu den Internetbrowser auf deinem PC, Tablet oder Handy und gib in die Adresszeile ein 192.168.1.1 und drück dann die Enter-Taste. Im nächsten Schritt wird das Setting-Passwort von dir verlangt. Das findest du auf dem Aufkleber an der Unterseite deines Routers. Du kannst deinem WLAN jetzt einen eigenen Namen und Passwort geben. Wenn du zufrieden bist damit, drückst du auf Änderung übernehmen. Jetzt kannst du all deine Geräte mit den neuen WLAN-Daten verbinden und bist somit startklar. Abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasse uns ein Like, falls dir das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und in diesem Sinne, ciao zusammen und bis bald.